Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich habe noch mal so weit gespielt. Ich musste unten noch mal bei der guten Ruby das Ganze ausräumen und der junge Hornwolf, der vorhin hier an der Stelle hinter dem Felsen aufgegeben hatte, hat diesmal nicht aufgegeben. Der ist uns etwas früher entgegengekommen und ich musste ihn erledigen. Insgesamt liefen beide Kämpfe nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen was an Hitpoints verloren, aber alles halb so wild. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Ja. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Ist in Ordnung. Einmal L drücken. Der Crash beim Ende der letzten Folge war übrigens der erste Crash, den ich hatte. Also mit über... Komm schon, kleiner Heiltrank, hab ich ihn gesehen. Mit über 20 Stunden Spielzeit, ja so Richtung 30 gehend, ein Crash ist, denke ich, da habe ich es gut erwischt. Da scheint es andere Leute zu geben, die da wesentlich schlechter mitfahren. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Nebelkrähen haben übrigens dieses so ein bisschen vogelartige Design hier vorne. Und ich glaube, die meisten Nebelkrähen, wenn sie einen Helm tragen, haben auch noch so ein bisschen vogelartigen Helm. Macht mir zumindest so den Eindruck. Sehe ich aus wie ein Alp? Besonders Elex verseucht siehst du jetzt nicht aus. Gut, das Argument lasse ich gelten. Trotzdem verstehst du sicher, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Ja, holen wir uns mal ein paar Informationen. Ich meine, ich kenne das Ganze, die meisten Let's Plays machen es auch, aber manchmal ist ja doch was Interessantes dabei. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. So, Meister Thorald merken wir uns dann gleich mal. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist.
Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Hm. Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Also in den meisten Betten kann man zum Glück schlafen. Ist nicht mehr ganz so schlimm wie noch zu Gothic-Zeiten. Wie es in Risen aussah, weiß ich nicht, weil ich es nie gespielt habe. Die drei Spiele. Zumindest nicht länger. Aber in Gothic 1 bis 3 kommt man in fremden Betten eigentlich nicht schlafen. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Ja, dafür gibt es noch einen tiefer liegenden Grund, den man durchaus auch erfahren kann. Und ich habe jetzt ein, zwei spezielle Ziele, die ich möglichst direkt ansteuern werde. Wir müssen noch nach oben erstmal. Steht uns der gute Ragnar so ein bisschen im Weg. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich! Ja, Kleriker kommen nicht aus Edain. Ich komme tatsächlich nicht aus Edain. So, dann hast du hoffentlich gute Nachrichten aus den anderen Landen. Sonst wird das hier ein recht kurzes Gastspiel für dich. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Also Informationen durchaus. Also aktuell brauche ich deren Schutz, aber eher suche ich nach Arbeit. Ich brauche Elixid und Ausrüstung. Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edain. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Oh, der Fehler. Goliath ist meine Stadt und ich habe ihr das Sagen. Das sagtest du bereits. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern.
Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Also mein Gespräch mit ihm hier an dieser Stelle steht anscheinend unter einem schlechten Stern. Ich habe es sonst bisher nirgendwo gehabt, dass sich unser Charakter dermaßen seltsam verhält. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edan gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps, vor Goliath gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Nein, ich will nur wissen, wo er ist. Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Mana-Schreins. Dort solltest du ihn finden. Ja, und du stehst momentan im Weg. Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Also, komm, wir wollen uns eh nicht bei den anschließen. Ich nehme die Option mal. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Treib es nicht so weit. Aber es gehört auch Mumm dazu, mir so entgegenzutreten. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Also die anderen beiden Optionen sind jetzt, erstens muss ich bei ihnen angeschlossen sein für die obere Variante und die untere Variante ist im Endeffekt, wie ist der aktuelle Status. So, Hauptmission, Kontakt, nein. Vogelfrei. Rachefeldzug. Irgendwo müsste das gewesen sein. Eventuell war es auch bloß in einem Ladescreen, was mit drin stand. Gibt es immer wieder halt entsprechende Tipps. Bin der Meinung, es war eventuell. In den Quests mit drin. Jax. J-A-X, wie die Bestie von Zarkos, unser Charakter eigentlich heißt, hat die Mission in Informationen bezüglich des eigentlichen Anführers der Berserker herauszufinden. Wo er sich momentan aufhält. Oder irgendwelche Sachen waren das. Wie man sieht, ist das Ganze nicht ganz so ausgegangen. Du musst mit mir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe ja alle Hände voll zu tun. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Doch, das werde ich.
Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Er und sein Eisenclan, die können mich alle mal. Genug. Ich will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. Versteh einer die Frauen. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. Was ist passiert? Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Ja, wir haben leider noch keine Fähigkeiten und bis ich Persönlichkeit überhaupt mal Punkte reinsetze, wird das eine Weile dauern. Wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. Der führt, glaube ich, 3 Gespräche innerhalb von Goliath. Und danach bekommt man Quests, die ihn betreffen. Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Mhm. Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, ja, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Ja, also es gibt im Endeffekt 2 große Optionen. Option 1, wir geben sie ihm. Option 2, wir geben sie jemand anderem. Eventuell gibt es auch noch eine 3. Option, von der ich bisher nichts weiß. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So, so. Also bekomme ich die Waffen? Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Ja, wir wollen uns ja eh den Klerikern anschließen, von daher habe ich in dem Fall jetzt nichts dagegen. Gut, du sollst sie haben. Kluge Entscheidung. Ich wusste, dass man mit dir reden kann. Hier, ich halte mein Wort. Das sollte für einige Zeit deine Ausgaben decken. 300 Splitter, mein. Aber das war nicht das. Das war jetzt nicht derjenige, wo ich hin wollte. Das war also keiner von denen, wo ich hin wollte. Da links steht er. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps? Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Da kann ich nur zustimmen. Was auch sonst? Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Jo. Da haben wir's. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ja. Tiertrophäen, Stufe 1. So, damit hätten wir das. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Für alle anderen Überlebenssachen haben wir leider nicht die Punkte. Selbst wenn wir jetzt eine Stufe aufsteigen würden, wäre alles jeweils 10 Punkte pro Stufe. Also bräuchten wir 2 Stufen für die Resistenzen. Dort wären es... das wären 10. Auch nochmal 20. Also auch 2 Stufen. Hier brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind noch ein paar mehr Stufen.
Guter Esser ebenso. Abenteurer. Das ist leider alles zu teuer, bis wir Überleben mal höheren Wert drin haben. Aber Handwerk könnte klappen. Erst einmal zumindest einen Punkt drin bekommen. Handwerkslehrer. Alrik. Auf zu Alrik. Jetzt sind wir von der nächsten Stufe ungefähr entfernt. Noch nicht mehr so weit. Bin zwar momentan gefühlt noch Ewigkeiten. Wir haben allein jetzt bereits mehrfach 200 XP bekommen. Und sind nur ungefähr bei, glaube, 3/4. Bis zur nächsten Stufe. Also ist noch einiges offen. So, Alrik treibt sich normalerweise hier hinten rum. Na, da ist er ja. Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt. Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Wollen meine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. So, Alrik. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal. Du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Komm zur Sache. Schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Ich will handeln. Sicher ja. Doch. Vielleicht hat er noch was. Anleitung für Elix-Trank, sehr gut. Das ist ein alternatives Rezept, da brauchen wir Schnaps und reines Elix. Und den kleinen Trank müssen wir auch unbedingt lernen. Das ist natürlich sehr teuer. So, die Eisenstange brauchen wir nicht, das Beil nicht. Eine rostige Axt können wir eine verkaufen. So, wir werden kein Berserker, das heißt Mahltränke können wir verkaufen. Wir werden aber Kleriker, das heißt Energiespeicher werden wir brauchen. Es bringt übrigens nichts oder nichts,
Großartiges. Vielleicht später irgendwann, wenn man einen falschen hoch genug hat. Aus den kleinen Tränken große Tränke herzustellen, weil hier der Heiltrank bringt 20. Der kleine Heiltrank bringt 10. Ein Heiltrank sind 2 kleine Heiltränke. Man würde so oder so 20 bekommen. So, dann, das sind Herstellungssachen. Ab, also alles unter verwittertes Bild 2 momentan ist Sachen, Zeug, das wir verkaufen können. Ich habe noch nie irgendwo bessere Preise gesehen. Waren bisher immer überall die gleichen Preise für alles. Zumindest da, wo es mir aufgefallen wäre. So. Ich will aber noch keine Rüstung oder ähnliches kaufen. Ah, ich vermute mal, ich muss über die Raritäten gehen, damit er mir als Lehrer zur Verfügung steht. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Ah, jetzt. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. So, Schlösserknacken wäre zwar schöner, wir brauchen erst einmal Chemie. Damit haben wir Handwerk einen Punkt. Und jetzt geht es nach oben. Du bist doch der Kerl, der über... Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher, die Zeche geht auf mich. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Oh, 30 Splitter erhalten. Das ist nett. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Weil ich dem nicht wirklich Beachtung geschenkt habe. Und jetzt wollte ich mal mit dem reden, wenn ich schon die Chance dazu habe. So. Oh, ups, Setzerbrot mitnehmen. Ah, Setzerbrot, das wird noch was. Mal eben 50 Stück von denen beschaffen. Hat aber zum Glück Zeit. Keiner gesehen, sehr gut. Werkbank, ja, kenne ich. Wir brauchen Tränke. So, hier sieht man, das Ritz, starker Elix-Trank, Lernpunkte plus 1. Elix-Trank, Attributspunkte plus 2, kleiner Elix-Trank, Erfahrung plus 100. Das Böse ist, dass wir immer auch reines Elix benötigen. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach zu beschaffen. Oh. Einen herstellen und dann reicht das. Nee, reicht natürlich nicht. Wir müssen reines Elix kaufen. Schade. Aber wir können ja mal. Nein. Kleine Heiltränke. Noch keinen.
Nein, ihr habt kein Rezept für einen kleinen Heiltrank. So, der Adjutor, den kann man zwar nicht verbessern. Wir werden ihn auch nicht ausschlachten können, denn Auseinanderschrauben ist eine Outlaw-Fähigkeit. Wir können ja vielleicht modifizieren. Wichtig ist, dass wir, sobald wir Sockel einsetzen, hier alle drei Slots zur Verfügung haben und dort Sachen einsetzen können. Ja, beim Waffensteigern, wenn man das gelernt hat, das bringt einem lange Zeit nichts, dann steigen auch die Anforderungen an die Waffen. Sind natürlich besser. Munitionsrezepte kriege ich hoffentlich auch irgendwann irgendwo. Stims sind für Outlaws. Goldschmied haben wir noch nicht. Da wäre aber der Ring der Vitalität eine gute Sache. Ring der Geschicklichkeit nicht so sehr. Ich habe lieber mehr Hitpoints für Notfall. Amulett des Banditen, das wäre eine Variante. Gleichzeitig klauen und Schlösser knacken. Und die hier sind interessant. Ich glaube, dafür kriegt man und braucht man keine speziellen Rezepte. Wenn man die entsprechenden Steine zur Verfügung hat, dann kriegt man die automatisch freigeschaltet. Da kann man die verbessern. Im Adjutor hat man einen anderen Bonus, als wenn man die Sachen in Waffen einbaut. Interessant ist, glaube ich, der grüne Stein aktuell. Der bringt uns, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Ich glaube, momentan sind wir hier alleine. Nein, nicht hinsetzen. Das sieht immer wieder. So, nehmen wir ein paar Sachen hier mit, solange wir alleine sind. Oh, reines Elixid. Oh, reines Elix. Diese können wir auch noch mitnehmen. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, ich glaube, das war's. Viel gibt es. Warte mal. Im Karren war, glaube ich, meistens noch was hier. Aber erst, wenn der Herr da weg ist. Oder zumindest einer durch den Rücken zudreht. Ich hätte den Wein dort gerne. Ja, da kommen die nächsten. Dann gehen wir so lange mal hier ran. So, denn jetzt kann man einen Elix-Trank herstellen. Also man könnte auch hier Alternativrezept mit ein bisschen Schnaps und ein bisschen mehr reinem Elex auch was herstellen. Da muss man nicht über den anderen gehen. Ist im Endeffekt, wenn man nachguckt, 2 Schnaps, 4 Elex, eines Elex. Ein Schnaps. 2 reines Elex. Das heißt, die Variante, 2 Elex, kleine Elex-Tränke zusammenzumischen, sind der etwas schlechtere Weg. Dafür brauchen wir mehr reines Elex bei. Wo sind die alle weg? Sieht so aus. Ich möchte gerne unbedingt den Wein. Sehr gut. Und dann schmeißen wir jetzt mal den Trank ein. Haben sofort 2 Attributspunkte und gucken mal, was wir brauchen. Sockel einsetzen könnten wir lernen. Goldschmied können wir noch nicht lernen. Schlösser knacken könnten wir lernen. Goldschmied braucht mehr Intelligenz, mehr Geschicklichkeit. Packen wir mehr in die Geschicklichkeit. Denn das sollte indirekt auch unseren Waffenschaden mit Geschicklichkeitswaffen wie dem Bogen erhöhen.
Jetzt mal schnell speichern. Jetzt muss ich mich auf mein Gedächtnis verlassen. Okay. An dich kann ich mich nicht erinnern. Machen wir das anders. Nehmen wir einen anderen Weg dafür. Ihr seht schon, momentan gehe ich nicht großartig die Stadt ab. Kommt aber auch noch, keine Sorge. Ich will mal so die ein, zwei Sachen machen, wo ich weiß, da können wir uns vielleicht ein bisschen Geld sparen. Beziehungsweise die uns ein paar Kopfschmerzen zumindest vermeiden. Und wenn man die Edex-Tränke herstellen kann, weil man weiß, was das für einen Effekt hat, dann nimmt einem das so ein bisschen Kopfschmerzen. Und wenn man weiß, wo man ein, zwei Sachen herbekommen kann, die einem auch das Leben so ein bisschen erleichtern, dann hilft das natürlich auch ganz enorm gegen Kopfschmerzen. So. Ich will im Endeffekt dort hinten hin. Ich glaube, da gab es keine Feinde. Dies hätte ich einfach aus dem anderen Tor gehen können, genau. Ja, das sind einfache Werke etc., die hin und her laufen. Die tun uns nichts. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass ich hier hinten irgendwo ein gutes Schwert herbekommen habe. Das ist überhaupt ein Schwert, das man sehr früh mit den richtigen Attributen einsetzen kann. Die Frage ist bloß, wo genau war das? An diese Details erinnere ich mich nicht mehr. Es muss aber... Da ist es. Das Breitschwert. So, denn das Breitschwert benötigt eine Stärke von 17. Das Beil habe ich jetzt schon verkauft. Können wir aber nachher nochmal bei einem Händler nachgucken. Das Beil hat wesentlich höhere Anforderungen. Ohne, dass wir dafür ich glaube, es waren Anforderungen von 33 Stärke und eventuell auch nochmal massenhaft Konstitution. Werte, die man zwar erreichen kann, aber dafür, wie viele Stufen sind das? Das sind 4. Ich glaube, es sind 5 Stufen, nur um diese beiden Attribute nach oben zu bekommen. Für eine Waffe. Wenn man direkt das Ding haben möchte. Es ist natürlich nicht wenig. Mag auch eine gute Waffe sein. Macht, glaube ich, auch wesentlich mehr Schaden als jetzt das Breitschwert. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt Stufenverschwendung. Kommt auf an, wie man spielen möchte, was die eigenen Präferenzen sind. Ich bevorzuge aber das Schwert. Weil die Schwerter auch mehr auf Geschicklichkeit setzen als auf Stärke. Zumindest, um sie anlegen zu können. So, gehen wir mal Schlafsack. Und
Ich denke, jetzt sind wir so langsam bereit, dass wir sagen können, okay, wir können einige Sachen in Angriff nehmen. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir als nächstes? Denn ich weiß, einige Gespräche benötigen Fähigkeiten, damit wir da vielleicht den Ausgang so ein bisschen drehen können. Darum hätte ich eigentlich am liebsten, wenn wir schon in Persönlichkeit noch Punkte hätten, oder wenn wir in Überleben noch einen zweiten Punkt hätten. Handwerk definitiv einen zweiten Punkt. Da bin ich am Überlegen, was können wir machen? Wo können wir vielleicht noch irgendwas im Notfall mopsen, damit wir Punkte bekommen? Aber mir fällt nichts ein. Man beachtet übrigens dieses Skelett hier und merke sich das. So, dann gucken wir uns nochmal hier drin um. Hier konnten wir einiges mitnehmen, was erlaubt ist. Aber auch Sachen, die nicht so erlaubt sind. Ich finde es erstaunlich, dass diese Truhe hier erlaubt ist. Sie ist verschlossen. Man muss erst das Schloss knacken. Aber ist per se erlaubt. Normalerweise mögen es die Leute nicht, wenn man hier hinten reingeht. Sehr schön, hast du Fleischsteller gelernt. Schleichen tue ich übrigens, wenn ich klauen will, damit ich darauf hingewiesen werde. Achtung, du wurdest entdeckt. Dich sieht gerade jemand. Da war der Teleporter. Siehst du, wir können mal mit Cormac reden. Ich glaube, bei dem gab es keine entsprechenden Dialoge. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Mir ist es egal, wenn sich die Leute über mich das Maul zerreißen. Ein ruinierter Ruf kann dir viel Ärger einbringen. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das sich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Wir versuchen es mal. Das Gesetz gehört abgeschafft. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Abgeändert, ja. Abgeschafft, vielleicht. Aber grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern.
Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärkten Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Ja, also der Typ gefällt mir durchaus. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich, aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldo reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Geht klar. Ist mir durchaus eingefallen, es gibt vielleicht eine Questreihe, wo wir da entweder auf lange Sicht eh nichts bewegen können mit entsprechenden Fähigkeiten. Oh, es geht hier in zwei Richtungen runter, okay. Das waren zwei Brücken. Mir nie so richtig aufgefallen beim Rüberlaufen. Wo war ich jetzt gedanklich? Wo wir vermutlich nichts großartig reißen können dementsprechend. So, was keinen Unterschied macht. Es sei denn, wir wurden, ja, was weiß ich noch, 10 Stufen oder so warten, bis wir die Quests da machen oder Quests annehmen. Technik. Weil ja allein schon in den Questgesprächen zum Annehmen denn die Sachen zum Teil enthalten sind. Und im Anschluss nicht mehr verfügbar sind, wenn man das Gespräch ja durchgeführt hat. Niedrige kann man nie genug haben. Auch wenn wir bisher in meinem Singleplayer sehr wenige abgebrochen sind. Passiert natürlich immer wieder mal. Aber im Vergleich zu dem, was ich gefunden habe, eher wenig. Bin da, glaube ich, auch relativ vorsichtig mit der Anwendung. Dann geht das schon. Ganz wichtig, das schimmelige Brotchen nicht vergessen. Bin ich noch am überlegen, ob ich in der Quest, wo das schimmelige Brot dann wirklich notwendig ist, ob ich es da wirklich dann entsprechend nutzen werde. Oder die andere Option, die es dafür gibt. Sehr schön. Ich habe nichts gesehen. Alles in Ordnung. Ist natürlich eine schöne Waffe. Schlangenbiss, aber braucht eine Geschicklichkeit von 60. Also, ich weiß bisher nicht, ob ich das Ding je benutzen werde. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt.
Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen Sie mit Ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen. Ich kann es jedenfalls nicht. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Also es ist eine Option, die welche auch später noch verfügbar sein wird, wenn man sie eh nicht anwählen kann. Hat nichts mit irgendwelchen Quests zu tun. Also nach 25 Stunden und mehr habe ich immer noch nicht die Punkte, um das Ding auszuwählen. Ich will Handel. Gut. Sieh dich nur um. Okay. So. Was haben wir denn so? Wir brauchen... pures Mana brauchen wir nicht. Das Rezept haben wir schon. Einfache Pfeile. Also mit Falschen werden die definitiv billiger. Die werden im Preis halbiert. Ich meine, das ist nicht viel, aber... das wären dann hier 50 Elixit, die ich sparen könnte. Dunkelgrüne Stoffkapuze ist zwar schön, will ich aber nicht. Ah, hier das Beil. Stärke 33, Konsti 23, das sind nicht unbedingt Werte, die wir groß an die Steiger normalerweise. Nicht für den Weg, den ich aller Vorsicht nach gehe. Konstitution, gut, werden wir eh brauchen für einen Schild, da werden wir 30 benötigen. Es wird aber noch eine heftige Investition. Ich bin eine ganze Weile mit der Zwinge rumgelaufen, weil die halt ein Punkt Konstitution und vier Punkte Stärke benötigt. Das ist eine halbe Stufe. Aber ist auch bloß um plus ein Punkt Schaden mehr. Das ist, aber was heißt bloß? Man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Man sieht schon... Rostige Axt, Schaden 22, Breitschwert auch 22. Macht nicht viel mehr Schaden. Das macht eigentlich gar nicht mehr Schaden. Also Schwerter sind vom reinen Schadenswert her nicht so gut. So, Amulett des Berserkers, maximale Energie, man muss Berserker sein, werden wir eh nicht. Können weg. Das, was wir oben geklaut haben. Heiltrank, 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 Energiespeicher, Mana-Trank. So, Hammer. So, Anleitung haben wir alle einzeln. Handel akzeptieren. So, dann... Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Keine Ahnung. Weil du wütend bist. Allerdings bin ich das. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Ja, vor allem wird er mir was anderes erzählen. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg. So dass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus.
Nachschubschwierigkeiten, sagst du? Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel. Ja, so ein bisschen. Meinst du? Klar. Dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Ja, wer hat mich mal drum gemacht? Also nach oben zu Angrim. Aber vorher noch ein bisschen Blümchen pflücken. Es ist hier aber auch kein Hoch und Runter. Angrim war geradeaus. Ich mag Angrim übrigens nicht. Da geht vermutlich nicht nur mir so. Es wird nur interessant, wenn ich mich auf einem Berserker-Weg durchbeißen muss. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Nein. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Und was heißt das jetzt für mich? Sagen wir einfach, ich habe immer ein recht genaues Bild von dem, was in Goliath vor sich geht. Also lass dich besser von deiner Vernunft leiten, statt irgendwelchen Versuchungen nachzugeben. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Ich würde sagen, es ist eher Fanatismus. Sindar schickt mich. Sindar? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jorah denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jorah damit zu tun? Ich habe Jorah damit beauftragt, zu Sindar zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jorah kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Ja, die Dinger sind, tja... Ja, auch kein Überleben 2, man muss Überleben 1. Von einem Unhold? Ja, bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sindar wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Ja, werde ich machen, keine Sorge. Was ist der beste Weg zu ihr? Ein paar Pfeile, nehmen wir mit. Oh, Apfel.
Vorsicht, da geht's tief runter. So sind dann am Tempel das geklärt. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Naja. Gibt es niemand anderen, der für dich gehen kann? Du hast recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Ja, da weiß ich auch schon wohin. Warte mal, ich glaube, mit dir konnten wir nochmal gut XP sammeln. Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Ich will die Wahrheit hören, nicht das, was du allen anderen erzählst. Hast du das mittlerweile nicht selbst herausgefunden? Ich war mit 4 meiner Kameraden unterwegs, um in Edan Ausschau nach Mensch und Material zu halten. Doch aufgrund der Sorglosigkeit unseres Gruppenführers haben uns ein paar Mutanten in die Ecke gedrängt. Nur ich habe den Angriff überlebt. Bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen, und habe dabei meine Waffe verloren. Goliath aufzusuchen war dann einfach naheliegend. Natürlich so, dass niemand auf meine Herkunft schließen kann. Ja, mit 4 anderen, das heißt, die Waffe, die einzeln rumlag, das war seine. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Und wo wir dabei sind, hier. Du siehst so aus, als könntest du ein gutes Stück vertragen. Danke. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Kleriker. Die Kleriker. Ihr Weg ist der meine. Eine interessante Wahl, das muss ich schon sagen. Wer weiß, ob du bei ihnen gut aufgehoben bist. Aber sei unbesorgt. Ich fühle Kalans Blick auf dir ruhen. Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen. Schade, ich habe bei ihm momentan auf einen Questrier gewartet. Da muss vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen. Oder ich muss vorher noch eine gewisse Anzahl an Quests erfüllen. Keine Ahnung. Oh, mal kommen, müsste eins weiter nach oben sein. Eins der Häuser. Hier steht er noch. Erst im Winter ist in der Hütte nicht viel los. Ach, da steht eine Heilerin. Ist nichts mit Klauen. Sinder braucht eure Hilfe.
Der Hammer-Clan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Er hat sich fressen lassen. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Wie komme ich an der Schlundwache vorbei? Du meinst Argor? Sei kreativ, denk dir was aus. Spring von oben hinein, finde einen Weg außen herum oder locke ihn weg. Das kriegst du schon hin. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wie man weglocken soll. Hör auf damit! Nö. Westen. Ist die richtige Richtung. Nee, hier sind einer. Der Schlund ist dann. Jetzt mal das mitnehmen, das auch noch mitnehmen. Der Schlund ist dort. Die fallen. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Nö. So, dann können wir ein bisschen was hier mitnehmen. Hier sieht uns zum Glück keiner. Die habe ich auch schon mal zum Kaufen gefunden. Bewegungssensor und neue Stufe, sehr schön. Wir brauchen Stärke 17. Damit können wir die Waffe anlegen. So, Handwerk können wir genug verschiedene Sachen lernen. Falscher, wir brauchen Gerissenheit. Paar Sachen. Wenn es sonst nichts mehr zu sein. Analyse. Systemfehler. Daten senden. Negativ. So, jetzt kommen wir mal zu dir, Crowley. Bewaffnung. Crowley! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse, Absturz, Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Hm. 8% also? Tja, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit, keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse. Negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Hm. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel,
Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker, gescheitert. Da hat man's erfahren. Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana, gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften, gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander? Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Tja. Das heißt, da oben müsste es irgendwo gewesen sein. Den kriegt man so schnell nicht als Gefährten. Ist aber einer der möglichen Gefährten, die man haben kann. Leider kann man natürlich immer bloß einen gleichzeitig bei haben. Aber KI hin oder her, jeder Begleiter ist besser als gar keiner. Als nächstes an. Klar, wir müssen noch mal nach oben mit Cormac reden. Ja, schmeiß uns raus. Verschwinde von hier. Du hast hier nichts verloren. Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde! Ja, ist ja gut. Wir müssen definitiv zu Cormac nach oben. Wir müssen außerdem am besten bei Eirik auch noch Handwerk lernen, und zwar Sockel einsetzen. Ja, kleine Heiltrank-Anleitung, sehr schön. So, dann können wir das Ganze auch mit Sinder abschließen, wenn wir bei Cormac oben waren. Irgendwas? Ich meine, es wird langsam Zeit, dass wir noch eine Rüstung holen. Was denn?
Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Naja. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Ja. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Also mit dem gut gesichert, das ist, glaube ich, das einzige Tor, wo momentan Wachen stehen. Also eine Wache. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Naja, Kampf 1 können wir nicht. Wir haben keinen Kampf. Ich glaube, der ist besser in der Schlägerei. Wesentlich besser, wenn du keine weitere Rüstung bisher gekauft. Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Vergiss es. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Ja, wir wollen uns eh nicht anschließen. Ich brauche dein Wort nicht. Denkst du etwa, du kommst auf Dauer alleine klar? Wir leben hier in einer Gemeinschaft und mögen Einzelgänger nicht. Aber mach, wie du meinst. Lieg mir nur nachher nicht in den Ohren. Ich kann dich eh nicht leiden. So, jetzt einmal wieder ganz nach oben. War das ganz falsch? Erst noch ein Bleierig. Hier wird nicht geklaut, klar? Wollte auch nicht einfach klauen. Abgehauen ist der Hurensohn. Ulrich sitzt ja draußen. Zu viel Köche verderben den Brei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Sockel einsetzen. Ja. Das Blöde ist, wir haben keinen sinnvollen Stein, der uns Erfahrungspunkte bringen würde. Muss also mit dem gehen, was wir momentan haben. Ich habe im Augenwinkel den Insetzerboot gesehen. Den Treppen. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammer-Clans zählen. Sehr fein. Schmiede ist dahin. Also einmal nach oben. Ganz vergessen, sind hier noch Pfeile. Sind nicht viele, aber jeder Fall zwei Elixit.
Zumindest mein Einkauf. Momentan. So, dann den Adjutor. Sockel. So, wir haben die Roten. Die bringen im Angriff mehr. Zumindest wenn wir in den Adjutor einsetzen. Die Blauen bringen uns mehr Gesundheit. Die Gelben bringen uns bei den Resistenzen etwas. Die Grünen Questerfahrung. Und die Weißen bringen unseren Gefährten einen Gesundheitsbonus. Da wir nichts anderes haben, nehmen wir die, die wir haben. Und fertig ist. So, haben wir hier Möglichkeiten? Nein. Wir haben weder Schnaps noch reines Elex. Aber kleiner Heiltrank. Haben wir nicht ein Rezept, aber wir haben kein kleines Heilkraut. Normale Heiltränke. Nee, das wäre Verschwendung. Das wäre momentan Verschwendung, die. Ja. Die kleinen Heiltränke in große, normale umzuwandeln. Denn momentan füllt uns ein einzelner kleiner Heiltrank ziemlich gut auf. So, ich glaube, der Weg hier war gut, um zu Sinder zu kommen. Gerade gesehen, aber das gefällt mir. Da bildet sich so eine Art, ja, in gewisser Weise ein Strudel. Ziemlich gefährlich, wenn man da im realen Leben sowas reingerät. Sehr unangenehm. So sind da. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Korok tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Ja, so. Da habe ich aus dem Stream von Weltcry gelernt. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. Ich hatte im Singleplayer gesagt, gib mir nur 100. Das hat sich ein bisschen überlustig gemacht. Aber was ich jetzt sehen konnte, es gibt wirklich unterschiedliche Erfahrungspunkte. Denn, also man bekommt einmal 800 fürs Abgeben. Wenn man sagt, man möchte 100 Elixit haben, dann gibt es wirklich bloß 100 Elixit. Aber man bekommt 200 Erfahrungspunkte extra, die es jetzt nicht gab. Dafür hat man mehr Geld. Immer dieser Technikkram. Also es ist so eine Sache, da muss man sich natürlich ein bisschen entscheiden, was man gerne hätte. Aber es macht wirklich etwas aus bei der Belohnung, welche Antwort man gibt. Das ist interessant. Nee, also das ist noch relativ viel Erfahrung, die man da jetzt sammeln müsste. Ich denke, fast anderthalb Stunden reicht für die Folge. Mir tun dank der Kopfhörer langsam auch die Ohren weh. Und es wird ein bisschen spät. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Schiener Tiger.